keine Bürolandschaft. Genau. Wenn wir jetzt reingehen, der erste Teil ist im Prinzip der Werkstättenbereich, in dem Wartungsarbeiten gemacht werden. Der zweite Bereich ist dann das Krafthaus, wo die eigentliche Stromerzeugung stattfindet. Und der dritte Bereich ist die Wehranlage. Und der Wehranlage, dort muss das Wasser abgegeben werden, wenn da innen mehr Wasser führt, als wir über die Turbinen verarbeiten können. Das ist eine der für diese Bauweise typischen Kaplan-Turbinen mit senkrechter Welle. Unten befindet sich das Laufrad. Durch den Leitapparat wird der Zufluss geregelt. Über das Laufrad wird dann die Welle in Drehung versetzt. Mit der Welle nach oben verbunden, oben drüber befindet sich der Generator und in diesem Generator wird dann der Drehstrom erzeugt, der dann in das Netz eingespeist wird, über Transformatoren noch hochtransformiert und dann in das Verteilungsnetz eingespeist wird. Hier noch eine kleine Schaltwarte, üblicherweise ist die nicht besetzt. Wir fahren alle unsere Kraftwerke ferngesteuert aus einer zentralen Schaltwarte im Kraftwerk Braunau-Simbach. Nur bei Inbetriebnahmen nach Revisionen oder bei besonderen Anlagenzuständen, Hochwässer und dergleichen, können wir auch hier lokal die Warte besetzen und dann das Kraftwerk hier einzeln hier von diesem Arbeitsplatz aus fahren. Es gibt hier zu jeder Maschine einen Transformator. An diesem Transformator werden von der Generatorspannung 10.000 Volt, wird hochgespannt auf 110.000 Volt, dann über diese Schaltanlage hier das zusammengeschaltet auf die Sammelschiene und dann weiter auf die abgehenden Hochspannungsleitungen. Eine der Hochspannungsleitungen führt dann direkt in das Umspannwerk Passau und die zweite geht dann rüber auf die österreichische Seite und speist in den österreichischen Netzknoten ein. Liebe Hörer von unser Radio, wir laden Sie ein hier am Freitag, den 2. Oktober zum Tag der offenen Tür in das Kraftwerk Passau-Ingling. Wir zeigen Ihnen hier, wie Strom aus Wasserkraft erzeugt wird.